Herzlich willkommen hier bei Apo Play. Ich bin der Apo. Und wir sind wieder da, wo wir aufgehört haben. Ein Tag ist vorbeigegangen. Diese Probleme mit dem Mic. Das tritt, glaube ich, immer irgendwie auf, wenn der Server am Spacken ist oder so. Weil bei anderen Games habe ich das nicht. Nur halt ganz selten, wenn irgendwas voll fett mit der Leitung nicht stimmt. Aber sonst ist eigentlich immer alles okay. Also, ich hoffe, das tritt jetzt nicht wieder auf. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Habt ihr gesehen, es war gerade ein bisschen verschwommen, aber jetzt ist wieder gelöst. Problem gelöst. So, wir waren auf dem Weg nach Elektro. Bevor wir dort ankommen, kommen wir, glaube ich, noch bei irgendeinem Dorf, Stadt, Dorf, irgendwie sowas, kommen wir da noch vorbei. Aber ich weiß nicht mehr was, und das ist auch egal. Ja, I feel like having a drink. Der Alki will wieder trinken, aber haben wir überhaupt was zu trinken? Haben wir nicht. Wir können ihm gleich Würmer geben. Nein, können wir nicht, also sonst verreckt er. So. Mal schauen, worauf wir heute so stoßen werden. Ich hoffe nicht auf Spieler. Außer wir sind bewaffnet. Na, auf diesem Server sind nicht gerade viele Leute drauf. Falls das besser wäre, falls ihr das besser findet. Weil ich bin eigentlich so Stammspieler auf diesem Server. Also ich spiele eigentlich grundsätzlich nur auf diesem Server. Und vielleicht liegt es auch daran, dass hier wenige Spieler sind, weil es noch relativ früh ist und noch die meisten Leute am Arbeiten sind. Aber naja. Ach ja, falls ihr das irgendwie möchtet, dass ich auf einem volleren Server spiele, dann kann ich das auch machen. Das ist kein Problem. Also ich war eigentlich nur zu faul, um mir einen anderen Server zu suchen. Also ich drücke immer spielen und dann spielt man da weiter, auch auf den Server weiter, wo ich auch aufgehört habe. Deswegen habe ich da auch nicht irgendwie anderen Server gesucht oder sowas. Ja, ich hoffe, die Optimus-Stimme kommt nicht wieder. Ich habe aber auch gelesen, dass bei diesem Headset, den ich benutze das World of Warcraft Sound Blaster. Weiter weiß ich nicht. Ich glaube, er hat auch weiter keinen anderen Namen, also von Creative. Und der hat da so einen Stimmverzerrer drinne, aber der sollte eigentlich nur anspringen, wenn man in WoW drinne ist, also man mit FX oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Also da gibt's eine Option in WoW drinne, wie dass man halt seine Stimme damit verstellen kann. Und normalerweise sollte er auch eigentlich nur die Stimme verzerren, wenn man im Game ist und das halt eingestellt hat. Aber bei mir springt die Scheiße entweder automatisch an oder irgendwas stimmt mit meinem Headset nicht. Oder was ich mehr glaube, mit der Verbindung. Obwohl das eigentlich gar nichts mit der Verbindung zu tun haben sollte, weil ich. Nee, weil ich ja mit einem eigenen Programm aufnehme. Nee, okay. Ja, dann liegt es eben am Headset. Kann man nichts machen. Ist eben so. Ich habe das Headset gerade ein bisschen abgenommen, weil ich. Glaub auch, also ich probiere jetzt einiges aus, um zu gucken, ob es vielleicht an anderen Sachen liegt. Ich habe jetzt das Headset halt nicht an, sondern den Sound habe ich über meine Boxen laufen. Und ja, vielleicht ist es jetzt besser, weil sonst zocke ich eigentlich auch immer so und meine Kollegen beschweren sich nicht. Und irgendwie, wenn ich aufnehme, kommt die Scheiße. Und das ist natürlich nicht gut. Da kommen wir nicht rein. Naja, scheißegal jetzt. Wir zocken jetzt erstmal weiter. Wir sollten ja schon langsam ohne Spray lösen. Gibt's hier was zu essen? Was zu trinken bräuchten wir. So, okay, hier war jemand, eindeutig war hier jemand drinne. Was ist das für ein Helm? Ballistikhelm, das ist gut.
Ballistikhelm, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob der was bringt, wenn man dir in den Kopf schießt, aber das hoffen wir doch mal. Rex. Ich glaube, hier war jemand drin, oder sind die Türen generell immer offen? Also, soweit ich weiß, waren die Türen immer zu. Naja, egal, wir hoffen jetzt, obwohl dann hätte er bestimmt den Helm mitgenommen. Naja, egal. Wir hoffen jetzt mal, dass wir das Heil überstehen. Wir gehen mal hier ein bisschen beim Wald lang, damit wir nicht auf böse Überraschungen treffen. Wir sollten auch nicht allzu weit schon davon entfernt sein, von dieser Stadt. So. Ich habe auch heute gelesen, dass die 0.46, also der Patch, schon auf diesen sogenannten Test-Servern eingespielt wurde. Das dauert die MP5, soweit ich weiß. Und die Handgranate eingefügt wurde. Und halt noch Städte, Dörfer. Dörfer, Städte. Wie man es auch nennen mag. Das ist auch noch dazu gekommen. Ich glaube ein paar. Also nicht so richtig fette, so elektromäßig, sondern einfach so, glaube ich, ein paar Dörfer. Ein paar größere Dörfer und ja, halt die MP5. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf allen Server jetzt schon eingespielt wurde, aber auf einigen sollte es so sein. Dazu gibt es noch ein paar Bugfixes. Und zum Beispiel ein Bugfix mit dem Bug, den ich öfters mal Probleme hatte, ist, wenn ich ein Lagerfeuer-Starter-Kit gemacht habe aus Racks und Steckern, dann ist, oder aus Racks und Holz, keine Ahnung, dann und ist mein Game abgekackt. Also ich hatte das Starter-Kit in meinem Inventar und das Game ist abgekackt. Das hatte ich ab und zu und das wurde angeblich behoben. Was ich sehr natürlich hoffe, aber das können wir natürlich noch später alles ausprobieren. Sobald wir uns vielleicht was zum Schießen besorgt haben. Also wir müssen erstmal was finden, womit wir schießen können. Und dann können wir halt unser erstes Tier schlachten und dann können wir ausprobieren, ob der Bug immer noch da ist mit dem Feuer-Starter-Kit, Fireplace-Starter-Kit. So. Ja, hier kommt auch diese erste Stadt, die ich meinte. Stadt, Dorf, Dorf, Stadt. Soweit ich weiß, soweit ich mich erinnern kann, müsste hier auch eine Polizeistation sein, was auch sehr hilfreich für uns wäre. Aber diese Schönheit, ey. Ballistikhelm vor alles, ey. Okay. Ja, ihr merkt schon, ich labe heute ein bisschen weniger Scheiße. Das liegt daran, weil, naja, ich habe halt so meine Momente, wo ich gerne Scheiße labe. Aber manchmal habe ich auch meine ganz chilligen Momente. Und warte, warte, wie heißt die Kacke nochmal? Kameshwar, genau, Kameshwar. Sollte hier nicht eine Polizeistation sein? Ja, oder? Ist sie da hinten? Ja, ich glaube schon, oder? Normal sollte sie da sein. Also ich bin mir nicht mehr sicher. Also ich habe das schon. Irgendwie viele Städte sehen gleich aus. Dörfer, Städte, ist doch egal, Leute, ist doch egal. Junge. Doch keine Polizeistation hier. Nein? Ah, doch, 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 doch. Ich weiß, ich soll hier nicht so offensiv reinrennen, aber naja, das ist sowieso egal, denn ja, okay, hier wurde schon übelst geplündert, glaube ich. Ja, aber richtig geplündert. Hier wurde hier richtig durchgenommen. Oh, der hat was zu trinken vergessen. Das ist sehr gut. Schuhe. Brauchen wir Schuhe? Nein, scheiß drauf. Oder vielleicht. Normal sind alle Türen zu, das frage ich mich immer wieder, weil. Na, oder?
Also ich habe keine Bolzen dafür, aber egal, ich nehme das erstmal mit. Die Cola nehme ich auch mal mit. Besser als gar nichts. Sagen wir es mal so. Also hier wurde, wie ich sehe, schon das meiste geplündert. Also ob das gut oder... Ja. Das ist gar nicht gut, finde ich. Wir sind immer noch durstig. Das ist aber scheiße. Wie viel müssen wir da trinken? Wir bräuchten eine Wasserflasche. Das bräuchten wir ganz dringend. Dann können wir unser Wasser immer schön auffüllen. Kiwi sollten wir mal auch aufessen langsam, sonst vergammelt die noch. Ich weiß nicht, ob die Kacke vergammeln kann oder nicht. Also, ich schätze mal. Naja. So. Hier liegt auch noch etwas, oder nicht? Oder nicht? Oder nicht? Nö. Hier liegt gar nichts. Hier liegt auch gar nichts. Naja, vielleicht hat der Spieler das eine oder andere liegen lassen. Vielleicht was für ihn uninteressant ist. Zum Beispiel der Baseballschläger. Okay, laut, okay. Wie. Was sagt meine Hose dazu? Meine Hose, meine. Na, aber die sieht cool aus, oder? Also die. Achso, das ist eine Jacke. Ach du Kacke. So, meine Jacke. Ach, mein T-Shirt. Mein T-Shirt! Mein T-Shirt hat gar keinen Platz, aber jetzt hat es Platz, oder? Ah, das doch. Das ist doch mal eine Sache, du. Für was ist das? ACP Rounds, 45er Munition. Könnten wir wohl gebrauchen. Hier waren wir überall. Ich hasse das immer hier. Ups. Da liegt doch eine Banane, du. Für eine Banane gehe ich doch gerne hier raus und riskiere mein Leben, ey. Bin ja auch so ein Affe. So, wie lange Aufnahmezeit haben wir noch? Wir haben noch 4 Minuten. 4 Minuten. Ich weiß nicht. Vielleicht mache ich auch heute einen zweiten Part. Also das. Mal schauen. Mal schauen, wie es wird. Mein kleiner Bruder macht da im Hintergrund seine schöne Babygeräusche. Ah. Okay, der hat. Junge, ich bräuchte eine Schrotflinte oder sowas. Wenigstens irgendwas, womit ich mich gegen böse Spieler wehren könnte. Nee, das. Hier wurde alles abgezogen, was nur geht. Sehr, sehr traurig. Schuhe. Okay, Handschuhe brauchen wir nicht. Was ist das für eine Jacke? Ja, die Jacke ziehen wir doch an. Die schöne Jacke, wir machen so hübsch hier für unsere Zombie-Freunde. Immer wieder gerne gesehene Freunde. So, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, hier die Gegend abzusuchen. Denn für uns war eigentlich nur das hier wichtig. Jetzt sehen wir aus wie aus Zweiten Weltkrieg, ey. Für uns war eigentlich nur das hier wichtig, wie für den Typen anscheinend auch, weil hier alles andere nicht gelootet ist, wie ich sehe. So, das ziehen wir mal schnell in die Leiste hier. Brauner Hoodie. Sieht der besser aus? Ja, wir lassen mal den braunen Hoodie. Und ein Holster. Das ist auch. Naja, hier liegt doch was Nützliches rum. Also, ab und zu findet man hier wohl was. So, jetzt haben wir ein Holster, aber keine Waffe. Ich würde. Okay, da war jemand. Also, ich meine, in dem Haus. Ich würde mich sehr freuen über eine Waffe. Ich bin jetzt zwar hier Walking Dead mäßig mit einem. Na, sag schon. Mit einer Armbrust unterwegs, aber das hilft uns nicht wirklich viel. Denn wir haben keine Munition. Hier ist wieder eine Poczta.
heißt. Na? Na? Sag schon. Poczta heißt Post auf Russisch. So, eine Gasmaske brauchen wir nicht. Uns will ja hier niemand vergasen, du. Flachwitz. So. Mal schauen, hier liegt wieder nichts. Das ist aber sehr schade. Wir könnten echt was Schönes gebrauchen. Eine schöne Mütze brauchen wir nicht. Denn sie ist hässlich. Hässlich, hässlich, hässlich. Gibt's hier noch was? Ein Buch. Ja. Mein Buch ist immer zu gebrauchen in einer Zombie-Apokalypse. Denn, wie jeder weiß, haben die Zombies irre viel Schiss von Büchern. So wie jeder Viertklässler auch. Sobald ein Zombie kommt, einfach den ein Buch in die Fresse klatschen und alles wird wieder gut. Spring doch mal. Junge, ich habe übelst viel Panik, dass jetzt jemand hinter mir kommt. Weil ich renne hier richtig offensiv. Was liegt denn hier? Charcoal Tabs. Das ist gut. Das können wir gebrauchen, falls wir mal krank werden und aus dreckigen Sumpf trinken müssen. Das sollte ja bekanntlich auch helfen. Naja, ich verschwende hier auch nicht viel Zeit, denn wir müssen ja weiter. Naja, und der Part ist ja auch schon irgendwie zu Ende. So, wir machen noch ein schönes Selfie. So. Ach du Scheiße. Da wollte man ein Selfie machen und dann kommt so ein dreckige Visage hier reingerannt in mein Bild, ey. Ach wehe, du bringst mich zu bluten, du Motherfucker. Komm her. Komm her. Komm, auf den Kopf. Auf den Kopf. Schön auf die Fresse. Mit dem Basie, so wollen wir das hier sehen. Okay, nein, nein, das muss so survival-mäßig aussehen. Scheiße, ich bin allein gelassen. Fuck. Nein, die Stimmung kommt irgendwie nicht so rüber, wie sie sein soll. Egal, wir rennen mal auf diese kleine Insel dort. Dort sollten wir eigentlich nicht gestört werden. Habt ihr das gerade gesehen? Das ist wieder jetzt eingetreten, dass das irgendwie, keine Ahnung, was mit dem PC los ist. Also, dass es verschwommen ist und so. Ja, bestimmt wegen angehetet. Naja, auf jeden Fall campen wir uns hier gleich hin. Loggen aus. Ich sag euch gute Nacht und loggen aus. Ja, gute Nacht, guten Tag, meine ich. Dann logge ich mich schön aus. Dann lasse ich das Video, gucke ich das Video an und vielleicht mache ich schon heute einen zweiten Part. Mal schauen. Auf jeden Fall lege ich mich hier erstmal fett auf die Lauer hin. Oder setzt mich einfach hier rein. Ja, hier bestes Versteck. So, Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, schaltet ein. Hier war der Apo. Ciao.